liebte er nun scheinbar erst eher sie als Lydia, denn Bindungen erdrückten ihn gewissermaßen. Zugleich sehnte er sie diesmal aber anmutigst herbei und gelobte für Lydia, endlich die bedeutsamste Ausnahme zu machen. Jedwedes an Katja und Co. oder andere Zaubergestalten gerichtete Wort war eigentlich letztlich Lydia zugedacht und kulminierte in dem verzweifelten Versuche, das Ausmaß ihrer, Lydias, auf ihn, Charles, sich richtenden Aufmerksamkeitsspanne künstlich zu maximieren, indem so getan würde, als besäße er zwar durchaus Fug und Grund und Recht, zu ihr charmant zu sein, was einem bei ihrem Anblicke auch mitnichten schwerfiele. Zeitgleich aber den mit sich selbst kämpfenden Effekt des ungewollten Geflohenseins mit sich brächte, denn wenn er es bislang Lydia nicht sagte und in Katja sich verlor, dann war er ziemlich dämlich.